Hi Leute, das ist Anu hier. Länger nichts gehört. Ich hatte einen ganz ganz krassen PC-Crash. Das war richtig heftig. Letzte Woche, 26. Juli, mein letzter Arbeitstag. Und dann 27. Juli, der Samstag, war mein erster Urlaubstag. Und was gibt es Schöneres, als an dem ersten Urlaubstag den Rechner morgens hochzufahren und der sich dann aufhängt und dann nie wieder hochfährt. Ja, könnt ihr euch vorstellen, wie die komplette über die erste Woche, Urlaubswoche, die war vollkommen für den Arsch. Ja, aber it is what it is. Vielen Dank an unseren Heiko Jack, der mir da sehr, sehr unter die Arme gegriffen hat. Von Herzen nochmal hier ein großes Dankeschön. Und ja, jetzt läuft's alles deutlich besser als zuvor. Und kommen wir zum Eingemachten. Ne? Titelupdate 21.3 kommt für Division 2 morgen am 6. August raus. Da wird's eine kleine Wartung geben. As usual, wie immer, deswegen schauen wir uns den ganzen Kram mal an, was drin steckt. Der erste Punkt ist Stabilität. Absturzprobleme auf dem Charakterauswahlbildschirm wurden behoben. Hatte ich persönlich tatsächlich nicht. Verschiedene Absturzprobleme im Zusammenhang mit Gruppenaktivitäten und dem Ladebildschirm behoben. Ich weiß, dass es so einige krasse Abstürze gab bei vielen Leuten, wovon ich tatsächlich nicht betroffen war. Also ich... Keine Ahnung, was das wieder ausgelöst hat. Echt krass. Aber ein Glück wird das jetzt gefixt. Verschiedene Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen wurden hinzugefügt. So, dann kommen wir zu dem Thema. Es wird ein Summer-Event geben. Das wurde vor einiger Zeit schon mal angekündigt, also angeteased. Und jetzt ist es soweit. Es ist Sommerpause. Nimm dir Zeit, um dich zu erholen. Ja, machen wir. Und zu erneuern mit Division 2. Die Sommer-Event-Projektkette beginnt am 6. August und endet am 20. August. Ne? Heißt, ihr bekommt neue Projekte und dort drüber könnt ihr neue Sachen freischalten. Das Sommer-Event ist für alle Spieler verfügbar, die das Projektsystem freigeschaltet haben, also ab Level 40. 7 neue Projekte für die Spieler mit 9 Belohnungen zum Freischalten. Ziemlich cool, bin mal gespannt, wie die Projekte gestaltet sind. Ich hoffe, dass da ein bisschen Abwechslung drin ist. Werden wir uns anschauen. Natürlich ein bisschen doof für mich persönlich. Startet halt, wie gesagt, von morgen ab direkt nach dem Patch und endet am 20. August. Ja, wir fahren Ende der Woche am Freitag in Urlaub nach Spanien und ich bin die komplette Zeit über nicht da. Das wird lustig. Naja, eventuell kann ich so ein, zwei machen. Ich muss mal gucken. So, dann sind wir bei Steam-Erfolgen. Steam-Erfolge werden nach Abschluss der Wartung verfügbar sein. Fortschritte werden zwischen Ubisoft Connect und Steam geteilt. Ganz geil für die Leute, die gerne Achievements jagen und so. Das ist eine coole Sache. Das Abschließen eines Erfolgs auf einer Plattform wird automatisch auf der anderen als abgeschlossen markiert. Na guck mal, das ist doch so eine Art Cross-Save. Warum geht das nicht mit dem Charakter? Warum kann ich nicht mit meinem Account, mit meinem Ubisoft-Account auf den PC gehen und kann dort mit meinen Sachen weiterspielen? I don't know. Keine Ahnung, wie das da zusammenhängt. Zuvor in Ubisoft Connect abgeschlossene Erfolge werden in Steam auch als abgeschlossen angezeigt. Das ist natürlich eine coole Sache. So, Weltstufenentfernung. Problem behoben, bei dem mehrere Spezialisierungs-Skill-Mods den Spieler erforderten, Level 40 zu erreichen, um sie auszurüsten. Ja, ist mir auch schon aufgefallen mit den kleinen Charakteren, wenn man zum Beispiel hier mit einer vollgelevelten Spezialisierung spielt, mit der man schon spielen kann, auch von Level 30 ab, dass dann die Sachen, die man darüber freischaltet, extra die Mods für bestimmte Skills und so, dass man die einfach nicht nutzen kann, bevor man 40 ist. Macht recht wenig Sinn. Deswegen ist das ganz cool. Problem behoben, bei dem Spieler nicht mit Agent Kelso in der Mission erreichte das Schloss sprechen konnten, wenn sie Level 40 vor dem Fortschritt in der Hauptgeschichte erreicht hatten. Problem behoben, bei dem Spieler nach dem Start von Warlords of New York auf einen neuen Charakter nicht matchmaking-fähig waren. Ausrüstungen und Talente. Ein Problem wurde behoben, bei dem das Talent Rules of Engagement neben Waffenschaden auch Fertigkeitenschaden verstärkte. Rules of Engagement. Ich müsste gerade aus dem Kopf. Mir fällt es gerade nicht ein, welches es ist. Das ist auf jeden Fall eins... Oh, das war ein Rucksacktalent von einem der Gearsets. Wenn ihr genau wisst, welches das ist, dann schreibt es mir mal in die Kommentare, Leute. Und sonstiges Problem wurde behoben, bei dem der Textilhändler Danny Weaver saisonale Behälter aus Jahr 5 Season 6 statt aus Jahr 6 Season 1 verkaufte. Kleinere visuelle Probleme mit der Agentenausrüstung wurden behoben, einschließlich des Rucksackgurts, der Hosenclippings und der Verfärbung der Hände. Das ist natürlich ganz wichtig.
Problem behoben bei den Mods nach dem Aktivieren der automatischen Mod-Demontage und dem Neustart des Spiels nicht zerlegt worden. Ich glaube, das hat bei mir noch nie funktioniert. Aber ja. Ja, und das waren die Patch Notes zu 21.3. Sehr, sehr cool, dass da der Kram gefixt wurde mit den ganzen Abbrüchen und so. Ich weiß, dass viele von euch das Problem hatten. Zum Sommer-Event. Ja, keine Ahnung. Bin mal gespannt, was es da gibt. Ist bestimmt interessant. Ich meine, wenn man eh alles mitnimmt, dann kann man das auch mitnehmen. Ärgert mich tatsächlich ein bisschen, dass es nicht so lang geht. Aber it is what it is, ne? So. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Danke. Ciao.